Hallo Leute, es geht weiter mit Dreadout. Ich bin zuletzt nicht weitergekommen und spiele gerade am Stück weiter und gebe zu, dass ich mich ein bisschen informiert habe, einfach weil ich keinen Plan habe. Und das mit den Schlüsseln vom Schwein ist, glaube ich, gar nicht schlecht, wobei ich nirgendwo jetzt explizit gelesen habe, ja, man muss das und das machen, dann kommt man an den Schlüssel. Von daher mache ich jetzt das andere, was ich noch so mitbekommen habe. Sicherlich läuft das Schwein hier irgendwo rum, aber egal. Denn wir wollen nach oben. Ja, es geht nach oben. Weil wir nicht zur Geisterfrau wollen. Wobei ich tatsächlich in einem Let's Play gesehen habe, dass man die fotografieren kann, die Frau. Aber, also den Geist hier. Aber bei mir weiß auch nicht. Ich warte jetzt einfach mal, dass sie kommt. Vielleicht kommt sie ja jetzt schon gleich. Ich will ihr halt eigentlich gar nicht begegnen. Das Schwein. Was macht denn das Schwein hier oben? Das Schwein hier oben? Hier war doch einmal im ersten Part dieser Geist. Ist der jetzt nicht mehr hier? Kommt das Schwein von da hinten? Ich bin verwirrt. Schweini. Ach, weil es da unten rumläuft bestimmt, ne? Ja, geht klar. Okay. Geisterfrau. Die Geisterfrau ist hier oben. Das Schwein ist wahrscheinlich direkt unter uns gerade. Das soll uns nicht weiter stören. Ist hier eigentlich in der Dunkelheit draußen irgendwas? Oh oh. Wo ist sie denn auf einmal? Auf einmal hinter uns oder was? Oh, ich hab sie. Okay. Sie ist bei uns. Unsere Freundin. Oh ja. Wo guckt sie hin? Ich suche eigentlich einen bestimmten Ort. Katze! Oh Gott! Leck mich am Arsch, echt du blöde Geisterbitch. Siehst da? Ja, ist gut. Katze? Katze! Die Katze sagt, wir sollen da reingehen. Okay. Komm rein, Katze. Komm. Was ist denn hier? Irgendwas muss hier sein. Boah. Ich muss mal einmal... ich muss mal einmal kurz in die Einstellung. Ich habe nämlich die Systemlautstärke mal ein bisschen lauter gemacht, aber ich merke gerade, dass es doch ein bisschen too much ist. So. Behindert. Echt bescheuert, dass man da nichts machen kann. Na gut. Wir kennen das ja schon. Aber warum hat uns die Katze hier gerade hingeführt? Warum?
Ist hier irgendwas? Das hier? Oder in der letzten... Schloss ist kaputt. Was soll ich denn machen, wenn das Schloss kaputt ist? Ach, wie blöd. Kommt die Geisterfrau vielleicht aus dem Klo, weil sie da gestorben ist? Und deswegen hat uns die Katze Bescheid gesagt oder so? Ich weiß ja nicht. Ist sie denn jetzt weg? Wo kam die Katze auf einmal her? Wie merkwürdig. Gehen wir nochmal hier rein. Es nervt ein bisschen. Es ist für mich nicht so richtig gruselig, es ist für mich eher so ein bisschen lästig. Waren wir hier schon mal? Ja, das ist doch wieder dieser Raum. Komisch. Ja, komm, verschwinde doch einfach. Echt, verschwinde doch einfach. Da ist sie wieder. Katze. Die Katze sagt... Mietz, 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 Mietz. Ach, die ist doch süß, oder? Kleine schwarze Katze. Genau das ist der Ort, wo ich hin wollte. Genau hier wollte ich hin. Weil wir uns das hier angucken sollen. Ich hatte Angst, dass meine Katze wieder, dass es ihr nicht gut geht, weil wir können hier... Also das hatte ich ja irgendwie schon mal gesehen. Aber man soll jetzt hier, und darauf wäre ich jetzt echt ohne Lösung nicht gekommen, ein Foto machen, weil wenn ihr mal auf die Figuren da achtet... Ist das aus dem Spiel der Ton? Ich glaube, das ist ein Spielton. Aber wenn meine Katze manchmal brechen muss, dann macht die auch immer... Und genau so klang das gerade. Jedenfalls sollen wir hier... Ja, das ist ein Spielton. Ein Foto machen. Und zwar genau so, dass die Figuren richtig stehen. Und auch dann kommen wir erst weiter. Von daher ist es gut, dass ich jetzt hier lang gegangen bin, weil ich wusste den Weg auch gar nicht mehr. Ich weiß aber echt partout nicht, wie man jetzt genau stehen soll. So vielleicht. Oh. Oha. Wo wurde das aufgenommen? Ich mach mal auch einen Screenshot hier. Nein, jetzt ist es weg. Warte. Ich... Dokumente. Wie geht denn das nochmal? Oh, wie spannend. Oh, wie krass. Da ist einfach schon das... Ja, ja, ist auch egal. Ich will mir das Foto angucken. Geisterpedia, kommen wir da hin? Oh, dieses blöde Schwein interessiert mich auch nicht. Unheimliche Notiz. Info. Ach so, dann kann man hier einfach Fotos machen von den jeweiligen Notizen oder was? Glück, 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 Glück. So, Lindas Notizen. Hier, das möchte ich mir angucken nochmal. Wo wurde das aufgenommen? Wie gruselig. Okay, wir haben hier verschiedene Frauen, verschiedene Geister. Und einen Schlüssel hier vorne. Soll mir der Schlüssel vielleicht auch irgendwas sagen? Dass der da in diesem Raum ist, beim Pult. Aber wir haben doch auch noch das Schwein mit den Schlüsseln. Jetzt bin ich natürlich verwirrt. Ich würde sagen, wir versuchen, die Schlüssel vom Schwein erstmal zu holen, weil wir ja diesen Jenglot haben, diesen spitzen Dolch. Und in den Notizen stand ja, wir brauchen sowas. Irgendwie müssen wir ja an das Schwein rankommen. Und eine Idee von mir ist, und ich weiß nicht, ob das klappt, ist... dass das Schwein ja am Anfang geschlafen hat. Vielleicht können wir das Schwein verfolgen oder darauf warten, dass es schläft und ihm dann die Schlüssel abnehmen. Ich hatte das nur ansatzweise gesehen, aber ich habe jetzt nirgendwo gesehen, dass jemand das geschafft hat. Es ist jetzt nur ein Versuch von mir. Auf jeden Fall haben wir das jetzt gemacht. Und ja, sobald wir hierher kommen, kommt sie doch wieder, oder? Die Olle. Kann man ja schon wieder eigentlich laufen.
Aber voll nett von der Katze. Schade, dass man nicht mit dem Fotoapparat laufen kann. Da ist sie doch. Da ist die Katze. Führt sie uns vielleicht wieder irgendwo hin? Jetzt führt sie mich hier rein. Schon wieder hier rein. Bleib draußen, Katze. Bleib draußen. Immer hier hin. Zum verschlossenen Dingsbums. Was? Wie kann mir das helfen? Was ist das hier in der Ecke? Was ist denn das? Weiß ich nicht. Aber ich komme da ja auch nicht rein. Dieses Foto ist echt verdammt gruselig, muss ich sagen. Und die Katze, die sitzt da jetzt immer noch. Nö. Wo ist sie jetzt? Da hinten wieder vielleicht. Naja, wie auch immer, wir müssen zurück zum Schwein. Ich weiß nicht, ob das klappen wird, aber... ich habe keine Ahnung. Was ist denn hier? Waren wir da schon mal in dem Raum? Was ist das da vorne? Was ist das? Ist das ein Geist? Das ist ein Geist. Das ist ein Geist. Oh mein Gott. Was macht die da? Mahlzeit. Ew. Und wo ist der Geist jetzt hin? Warum? Irgendwie ist es jetzt hier offen und vorher war das nicht hier, oder? Diesen Raum kennen wir doch gar nicht. Ich bin ein bisschen bin ich jetzt schon verängstigt. Alles, was man dann schon wieder kennt, ist einem wieder vertrauter. Und alles andere muss nicht sein. Verdammt. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Angst. Das Schwein kommt doch schon wieder hier. Ich meine, es ist ja gar nicht schlecht, wenn das Schwein in der Nähe ist jetzt, oder? Was ist das hier? Wo ist die Katze? Ich höre die Katze. Die Katze ist doch gut, oder? Schloss kaputt. Das bringt uns eh nichts. Wo war die Katze? Ich habe die Katze gehört. Hier vielleicht nochmal gucken? Lieber nicht, oder? Immer wenn man in die Räume reingeht, kommt irgendwas. Mann, es ist gerade echt ein bisschen gruseliger geworden, seit dieser Geist da erschienen ist auf einmal. Mann. Problem ist, das Schwein, nach meiner Logik, muss ja auch schlafen. Wenn es hier rumläuft, bringt es mir auch nicht viel. Ist die Tür jetzt zu? Ah, jetzt haben wir sie nämlich aufgemacht. Katze, ich höre dich. Wo bist du? Wenigstens haben wir sie jetzt aufgekriegt. Und hier lief das Schwein immer rum. Hier hatte das doch mal geschlafen. Ich höre es. Es läuft aber rum. Nee, es läuft rum. Da ist es scheiße. Es soll doch nicht laufen.
Okay. Jetzt ist das Schwein wieder weg, ne? Geh schlafen. Geh schlafen, Schwein. Wir brauchen deine Schlüssel. Das Schwein ist wieder hier in sein Holzschlupfloch gegangen. Und wir wurden allein gelassen. Ich meine, das Schwein läuft aber auch nie hier rum. Was hat uns das jetzt eigentlich gebracht, dass wir die Tür aufgemacht haben? Ein schnellerer Weg zurück. Und diese Fliege. Wir haben die Tür aufgemacht. Wie haben wir denn die Tür jetzt aufgemacht? Wieso geht die Tür denn jetzt auf? Die ging doch vorher auch nicht auf. Hä? Ich habe die doch schon 100 Mal auf und zu gemacht, aber... Vielleicht sollte ich mal einmal die Tür zumachen. Ich höre die Katze auch schon wieder... Okay, wir gehen schnell nach hinten. Gucken, was da ist. Gefunden. Ring. Ein asymmetrischer Dolch voller mystischer Energie. Aha. Okay. Wieder zurück. Ich habe einen Ring. Ich habe einen Ring. Ihr nicht. Was sagt ihr dazu? Die Geräusche sind anders als vorher. Die Geräusche sind anders als vorher. Waren wir in diesem Raum schon mal mit den Stühlen hier? Das Schwein. Das Schwein kommt. Ich bin ein bisschen angespannt. Angespannter als vorher. Oh, was haben wir denn jetzt wieder... Warum finden wir auf einmal so Sachen im... Waren wir in diesem Gang jetzt doch noch nicht? Ich bin voll verwirrt irgendwie. Diese Stadt ist nicht so verschlafen, wie man auf den ersten Blick meinen mag. Anscheinend haben sie einen eigenen Feiertag. Es gab ein ausschweifendes Fest mit lebhafter Musik, Tanz und jeder Menge Essen. Es waren alle da und hatten Spaß. Eine unglaubliche Erfahrung. Naja, das war eine Sache, die irgendwie seltsam war. Ich hätte schwören können, dass ich während des ritualen Tieropfers... dass ich während des rituellen Tieropfers Schreie gehört habe. Andererseits haben die Trompeter und die Trommler sowieso alles übertönt. Wahrscheinlich habe ich mir das nur eingebildet. Zumindest schien keiner der anderen irgendwas bemerkt zu haben. Also mit diesen Fliegen fühle ich mich manchmal mit den Geräuschen wie im Spiel. Ist fast genauso. Schreie. Wie merkwürdig. Die Katze, die Katze, die Katze. Ich will die Katze wiederfinden. Die hat uns so gut geholfen. Aber noch können wir hier in die Räume rein. Und jetzt bin ich auch gar nicht mehr sicher, wo wir schon waren, wenn wir doch hier immer wieder neue Sachen finden. Dann grase ich doch lieber nochmal alles ab. Man weiß ja nie. Was haben wir hier? Oh, da hängt doch was. Werde wiedergeboren. Nimm an der großen Zusammenkunft teil. Mhm. What the fuck? Ich hab gedrückt. Aber sie hat nicht... Sie hat kein Foto gemacht. Sie wollte irgendwie nicht. Keiner konnte nicht mehr. Es war zu spät oder so. Ich weiß nicht. Ich stand unter Schock. What the hell? Okay. Was ist denn jetzt in der Geisterpedia? Da muss ich immer mit der Maus irgendwie ran. Sevorupa. Mhm. Okay. Das war jetzt echt ein bisschen gemein. Auf einmal steht da was hinter einem. Puh. Okay.
Wenigstens weiß ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Will lieber einmal um die Ecke gucken. Hier fahren wir doch schon, oder nicht? Muss ich jetzt nach oben? Gehen wir mal nach oben. Oh Gott. Da ist wieder so ein Licht lang geflattert. Ist die Katze wieder hier irgendwo? Hier waren wir doch schon. Da ist die Katze. Hallo. Kätzchen. Ja, das hatten wir ja schon. Aber das macht es natürlich nicht weniger gruselig mit den Fledermäusen und dem ganzen Kram. Und sie führt uns ja auch immer nur wieder zu den Toiletten irgendwie. Das ist es ja. Wenigstens ist diese komische Geister-Dingsbums-Frau weg. Die Musik ist richtig gruselig. Boah, wie gruselig die Musik gerade ist, ey. Echt unheimlich. Ja, in dem Raum waren wir doch schon. Ich bin aber auch verwirrt mit hier so. Ist jetzt hier noch was oder? Oh. Ein kleines Schloss sichert die Schranktür. Aber was soll ich machen? Boah, wie unheimlich. Ganz ehrlich. Katze. Bist du wieder bei den Klos? Du, echt jetzt? Also ich meine, wenn da drinnen zu ist, dann kann ich da auch nichts machen, Mietzi. Mietzi will, dass wir ins Klo gehen. Ich weiß keinen Weg hinein. Wir werden einen Weg weiterfinden im nächsten Part von Dread Out. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.